Hallihallo und herzlich willkommen bei Ihren Kreuzer-Experten von Divemo. Ja, heute mal was ganz anderes. Wir waren auf der MS Anesha von Phoenix Reisen. Und wer jetzt schon abwinkt und sagt, Flusskreuzfahrt, das ist mir zu langweilig, das mache ich, wenn ich älter bin, genau diejenigen sollten jetzt dranbleiben. Denn es hat sich einiges getan in der Flusskreuzfahrt. Die Schiffe sind sehr modern geworden und genügen nun auch höheren Ansprüchen. Und genau das möchten wir in diesem Film zeigen. Und das, was ich gerade sagte, von wegen Modernität und Anspruch, das zeigt sich auch schon bei den Kabinen. Hier zunächst drei Modellbilder von drei Kabinenkategorien, bevor wir uns die Hauptkabinenkategorie an Bord gleich ganz genau anschauen. Die Zweibettkabine mit französischem Balkon, das ist die Hauptkategorie der Kabinen an Bord. Und wie man sehen kann, sehr gemütlich und modern eingerichtet mit einem sehr schön gemütlichen Bett, das vielleicht ein Ticken breiter sein könnte. Sehr schön farblich abgestimmten Sitzmöbeln und sehr viel Stauraum. Man hat jeweils links und rechts vom Schreibtisch einen großen Kleiderschrank und auch in den Nachttaschen lässt sich noch diverses verstauen. Zur weiteren Ausstattung der Kabine gehören ein hochwertiger Radiowecker, eine Nespresso-Maschine nebst dazugehörigen Kapseln, zwei Regenschirme, Bademäntel und ein Audiosystem, das in einer Ladestation auf dem Schreibtisch steht. Das heißt, wenn Sie Ausflüge gebucht haben, ist dieses Audiosystem bereits im Preis enthalten und kann jederzeit dann auch genutzt werden. Und Ausflüge gibt es auf dem Fluss schon deutlich günstiger als auf der Hochsee. Nämlich zum Beispiel einen 2,5-stündigen geführten Altstadtrundgang durch Mainz bekommt man schon für 17 Euro. Und einen 2,5-stündigen Rundgang durch Koblenz mit anschließender Seilbahnfahrt auf die Festung Ehrenbreitstein für 29 Euro. Also deutlich günstiger als auf Hochseeschiffen. Auch das Badezimmer besticht durch eine moderne Eleganz mit echten Fliesen an den Wänden, einer Regendusche, Keramik von namhaften Herstellern und hochwertigen Pflegeprodukten. Kommen wir nun zu den öffentlichen Bereichen auf der MS Anesha und da beginnen wir mit dem Atrium. Hier befindet sich neben der Rezeption ein Informationsschalter, die Reiseleitung und ist auch noch Platz für eine kleine Boutique. Als nächstes stellen wir die Panorama-Lounge vor. Diese Lounge eignet sich hervorragend tagsüber zum einfach verweilen und die Landschaft an sich vorbeiziehen zu lassen, zum Lesen oder zum Spielen. Am Nachmittag gibt es hier Kaffee und Kuchen, übrigens im Preis mit inbegriffen. Und abends kann man an der Bar den Tag ausklingen lassen. Apropos Bar, bei Phoenix handelt es sich nicht um ein All-Inclusive-Produkt. Deswegen habe ich Ihnen hier mal die Barkarte mit angehängt und Sie sehen, die Preise sind wirklich sehr moderat.
Und im vorderen Barbereich gibt es dann auch noch einen kleinen Außenbereich. Ein wichtiges Thema an Bord von Kreuzfahrtschiffen, egal ob Hochsee oder Fluss, ist natürlich das Essen. Auf das Essen selber gehen wir später noch genauer ein. Hier zunächst einmal das Hauptrestaurant, das Restaurant Vier Jahreszeiten. Die Essenszeiten sind im Übrigen relativ eng gefasst. Frühstück gibt es bis 9 oder halb 10 und das Abendessen beginnt um 6 oder halb 7. Beim Bistro handelt es sich eigentlich um ein Spezialitätenrestaurant, nämlich um ein Steakhouse, welches im Reisepreis auch bereits inkludiert ist. Auf unserer Kurzreise wurde es nicht angeboten, da nicht allen Gästen ein Platz hätte angeboten werden können. Wenn es aber angeboten wird an Bord, dann sieht es eingedeckt so aus. Ist wie gesagt im Reisepreis mit drin, man muss es nur reservieren. Auch für Fitness und Entspannung an Bord ist gesorgt. Es gibt ein kleines Fitnesscenter mit ein paar Geräten, einen bordeigenen Friseur und ein Spa, bestehend aus einer Sauna, einem Dampfbad und einer Dusche. Dieses Spa kann man sich für eine Stunde an der Rezeption mieten und zwar unentgeltlich. Weitere Anwendungen wie Massagen und sonstiges werden nicht angeboten. Und natürlich gibt es auch Außenbereiche. Da hätten wir zunächst einmal direkt vor der Brücke diesen Bereich mit wirklich sehr gemütlichen Lounge-Möbeln, die direkt einladen, die Landschaft an sich vorbeiziehen zu lassen. Dann direkt hinter der Brücke dieser kleine windgeschützte Bereich. Und zu guter Letzt das große Sonnendeck mit einem kleinen Pool und einem kleinen Minigolfplatz. Ein kurzer Blick auf die Brücke und dann aber auch schon Vorhang auf für das Essen an Bord. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wir waren schlichtweg begeistert. Einmal von der Optik, dann natürlich von der Auswahl und auch vom Geschmack. Und auch der Service war wirklich, wirklich exzellent. Man sollte vielleicht noch erwähnen, dass das Frühstück als Buffet angeboten wird, außer jetzt zu Corona-Zeiten natürlich, während das Mittag- und Abendessen grundsätzlich mehrgängige Menüs sind, die am Platz serviert werden. Thank you.
Und auch wenn es vielleicht kitschig ist, in diesem Augenblick kam wirklich Traumschiff-Feeling auf. Und natürlich gibt es auch für die Kleingäste eine eigene Karte. Hier noch ein Blick in die Weinkarte. Zunächst die Flaschenweine, dann die offenen Weine und zum Schluss noch die Spirituosen. Mit ein paar Reiseimpressionen unserer Fahrt mit der MS Anesha geht dieser Film auch schon zu Ende. Wenn Ihnen dieser Film gefallen hat, geben Sie uns gerne einen Daumen nach oben oder abonnieren Sie unseren Kanal. Wenn Sie weitere Fragen haben zu dieser Reise, zu einer anderen Reise mit Phoenix oder einer ganz anderen Reise, dann kontaktieren Sie uns gerne per Telefon, Mail, WhatsApp oder über unsere Homepage. Wir sind täglich von 8 bis 22 Uhr für Sie erreichbar. Für heute sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal, Ihr Team von Divemo.